Für Kanzlerin Angela Merkel wird der aktuelle G7-Gipfel wohl der letzte sein. Vielleicht bringt sie gerade deswegen einen seltenen Gast mit. Und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt nicht alleine. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist an diesem Wochenende bei ihrem vermutlich letzten G7-Gipfel zugegen, bevor sie zur Bundestagswahl im September das Zepter übergibt. Im britischen Cornwall trifft sie sich aktuell mit Staats- und Regierungschefs der 7 führenden Industrienationen. Zu diesem wichtigen Anlass wird die deutsche Kanzlerin von einem seltenen Gast begleitet, ihrem Ehemann Joachim Sauer. Aufnahmen zeigen das Ehepaar, wie es mit Maske bekleidet eine Regierungsmaschine verlässt. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bringt ihren Gatten Heiko mit nach Großbritannien. Aufnahmen zeigen, wie sie und ihr Ehemann Hand in Hand am Strand von Cornwall entlang spazieren. Kanzlerin Merkel hat man zuletzt im Februar 2020 öffentlich mit ihrem Ehemann gesehen. Damals lädt sie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des 80. Geburtstages von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck ins Schloss Bellevue ein. Ursula von der Leyen und Ehemann Heiko hat man noch länger nicht zusammen in der Öffentlichkeit erspähen können. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt war der Besuch des Semperopernballs im August 2019. Wirklich verwunderlich ist es allerdings nicht, dass man die vier so lange nicht zusammen erlebt hat. Immerhin befinden wir uns noch immer in einer internationalen Pandemie. Und ihre Liebe in der Öffentlichkeit zu zelebrieren, ist eigentlich so gar nicht Merkels und von der Leyens Art.